Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Genau, Schlimm 7 wie immer, also Brandausbreitungsstufe auf Schlimm 7. Und ich nehme jetzt hier die vierte Folge, glaube ich, oder fünfte sogar schon, dritte, vierte, fünfte Folge hintereinander auf. Ich bin jetzt schon zwei Stunden fast hier am Spielen. Und TH1, Verkehrsunfall mit LKW. Jetzt geht's in dieser Folge hier direkt weiter mit einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Ja, ihr wisst ja alle, ich mag die Verkehrsunfälle hier in Emergency. Ist natürlich immer schlimm, dass es sowas gibt, aber ich finde, es sind einfach die coolsten Einsätze. Also ich finde die persönlich immer am interessantesten, am abwechslungsreichsten, am interessantesten, am coolsten, am spannendsten. Wir haben ja auf jeden Fall vier Fahrzeuge gerade. Eins ist am Brennen, wir haben einen Tank-LKW daneben, der hat Treibstoffe verloren. Beziehungsweise vielleicht auch die Ladung, weil es ist ja ein Tank-LKW, vielleicht hat er irgendwie, ja, wobei, das sieht aus wie dunkles Öl, nicht wie Benzin oder Diesel. Wir haben vier Fahrzeuge insgesamt, deswegen schicke ich mal vier Rettungswagen, drei NEFs raus. Die parken wir einfach mal hier drüben, so würde ich sagen. Ja, der eine Rettungswagen, den ich gerade alarmiert habe, der stand ja gerade hier an der Ampel. Der ist jetzt direkt mal hierher gefahren, beziehungsweise direkt einfach umgeparkt. Weiteres NEF schicke ich mal da drüben hin und Rettungswagen, den einen können wir von mir aus noch hier parken. Jetzt heißt sowieso erstmal warten, bis die Feuerwehr da ist. Vorher können wir nichts machen hier, außer die Unfallstelle ein bisschen absichern. Müssen wir mal gucken, ob das passt. Aber normalerweise, wenn wir hier absperren, dann ist die Spur schon mal dicht. Dann können wir eigentlich mit dem Kollegen hier drüben die Spur noch dicht machen. Hier haben wir eigentlich Rettungswagen dicht. Ich werde aber hier die Spur, glaube ich, eher dicht machen erstmal. Okay, die Feuerwehr ist da. Sie weiß nur gerade nicht, was sie machen soll. So, da haben wir da auch ziemlich zugemacht. Er kann gerade mal vielleicht hier hinten mal gucken. Okay, Feuerwehr ist da. Dann legen wir direkt auch los. Macht man Schnellangriff und Wasserversorgung aufbauen wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Der Gruppenführer kann dann direkt schon mal hier anfangen zu gucken. Weiter Rettungswagen ist da. Hier die Spur wird gerade dicht gemacht. Da hinten die wird gerade dicht gemacht. Hier die müssen wir noch zumachen. Ich denke mal, ihm gehen jetzt wahrscheinlich die Pylonen aus. Genau. Top 5 Pylonen haben sie immer dabei. Ja, fahrt schön durch die Ölspur durch. Warum nicht? So. Jo, er rennt jetzt kurz zum Fahrzeug zurück, holt sich da neue Pylonen und dann geht's weiter. Da haben wir eine Person drin, alles klar. Wir können da schon mal gucken. Bewegt sich da jemand? Ja, genau. Okay. Gut, 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 gut. Können wir die eine Pylone auch noch dahin setzen, bevor ich ihn wieder losschicke. Da müsste er eigentlich keine mehr in der Hand haben, genau. Also sie haben immer 5 Stück dabei. Danach ist muss er erstmal wieder zum Auto rennen und muss neue Pylonen holen. B0 Kleinbrand. B0 Kleinbrand. Wir haben ja einmal 2 Personen im Fahrzeug, deswegen schicke ich nochmal einen weiteren Rettungswagen raus. Ja, ich habe hier jetzt abgesperrt und deswegen wollte er jetzt hier nicht entlangfahren. Er hätte einfach über den Bürgersteig fahren können. Aber Emergency-Logik. Deswegen lasse ich eigentlich immer so eine kleine Lücke frei. Aber hier wollte ich jetzt hier eine Pylone noch hinsetzen. Sonst hätte ich ihn jetzt losgeschickt hier. Und dann wäre er auch nach einem wieder zurück zum Auto gerannt. Das wäre auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich habe ihn ja eh alarmiert. Also ist jetzt alles gut. Hier ist fast die komplette Wache 4, oder? 1, 2, 3, 4 plus NEF. Die Wache ist bestimmt leer, oder? Ja. Die Wache ist leer. Alle Fahrzeuge aus der Wache gerade hier im Einsatz. Gut, da haben wir 2 Personen drin, da haben wir eine Person drin, da haben wir auch noch eine Person drin. Okay, dann fangen wir mal an. Ja, wir haben jetzt wunderbar abgesperrt. Einsatzort ist quasi safe, da sollte kein Auto mehr reinfahren in diese Unfallstelle. So. Okay. Dann habe ich auch mein Bild hier. Polizei, Unfall im Hintergrund.
Wir können auch hier nochmal von der Feuerwehr ausschauen. Einfach mal so ein Foto noch gemacht. Wunderbar. Gut, blende ich alles wieder ein. Da muss noch eine Person rausgeschnitten werden. Und dort, dann haben wir hier den anderen Rettungswagen. Der kann da mal hin. Der kann da mal hin. Wir müssen noch die Betriebsstoffe abbinden und Leck abdichten. Haben wir was hier zum Leck abdichten dabei? Normal Werkfeuerwehr, denke ich mal, die haben sowas dabei. Sieht auch ganz gut aus. Jawohl. Okay. Dann machen wir das Leck mal dicht. Und dann können wir eigentlich anfangen, beziehungsweise müssen den Kanaldeckel noch abdichten. Welcher auch immer. Ich sehe aktuell keinen. Kann sein, dass ich auch wieder mit meinen Fahrzeugen drauf geparkt habe. Das ist auch schon öfters vorgekommen, dass ich irgendwo einen Gullideckel hatte. Und ich habe mich einfach voll mit meinem Fahrzeug draufgestellt. Wir haben aber jetzt nichts zum Kanal abdichten dabei. Alles klar, dann muss ich das GWL rausschicken. Machen wir es so. Vielleicht haben die hier was dabei, aber ich denke auch nicht. Nee, die haben auch nichts dabei. Alles klar. GWL kommt. Da brauchen wir einen Notarzt. Okay, ist ein bisschen schlimmer verletzt. Dann haben wir da noch eine Person liegen. Und da unter dem Fahrzeug liegt auch noch so halb eine Person. Okay. Dann fange ich mal an, hier die eine oder andere Person schon mal wegzubringen ins Krankenhaus. Und er kann schon mal Abschlepper rufen. Ich weiß nicht, wo ich seinen Kollegen hingeschickt habe. Wahrscheinlich steht er hier oben, genau. Der steht noch da oben. Ich hoffe mal, na komm. Ich mache hier die eine Pylone weg, weil vielleicht kommen die Abschlepper aus der Richtung und dann kommen die da nicht durch und kriegen wieder Probleme, obwohl sie da locker durchfahren könnten. Deswegen mache ich es lieber nochmal weg. Beziehungsweise die eine halt. So, hier sieht alles gut aus. Personen haben wir alle rausgeschnitten. Hier brauchen wir noch mal einen Notarzt. Und da brauchen wir noch einen Notarzt. Okay, dann passt das genau mit den Notärzten. Ich habe 3 Stück alarmiert. 3 schwerverletzte Personen haben wir. Perfekt. Natürlich doof für die Person, aber ich habe das Richtige rausgeschickt, sagen wir es mal so. Gut, hier wäre auch soweit alles gut für den Transport. Da rennt gerade der Notarzt hin. Die können schon mal losfahren, damit wir die Wache 4 wieder besetzt bekommen. Wir haben ja einen B0 Kleinbrand, habe ich ja gar nicht gesehen. Eieiei. Im Vergnügungsviertel. Okay, da kommen wir vielleicht von der Seite besser dran. Ich schicke nochmal ein weiteres Fahrzeug raus, weil wir haben mittlerweile beide Seiten am Brennen. Hab ich mitgekriegt, dass da noch so ein Kleinbrand reingekommen ist. Egal. Kriegen wir schon hin. GWL. Hallo, Kollegas. Okay, Gullideckel. Wo auch immer der ist. Vielleicht auch irgendwo hier unter der Ölspur schon. Ich habe keine Ahnung. Die anderen können trotzdem mal ein bisschen mithelfen, hier die ganzen Ölflecken wegmachen, weil das sind ja einige. Oder war das der Einsatzort, wo ich den Gullideckel nicht gefunden habe? Ich glaube, wir hatten auch irgendeinen Einsatz. Da habe ich einfach den Gullideckel nicht gefunden. Kann sein, dass es der hier war. Das wäre natürlich ärgerlich, aber gut. Ist auch nicht schlimm. Ärgerlich, aber wäre nicht schlimm. So, da hätte man einen Ölfleck. Da hätte man einen Ölfleck. Da wäre einer. Vielleicht wirklich unter dem Öl. Vielleicht unter den Fahrzeugen. Ja, jetzt sind ja die Abschlepper da. Da sehen wir dann weiter. So, er kann auch losfahren ohne Notarzt, soweit ich weiß. Da müssen wir gucken. Innere Blutung, muss Notarzt mit. Erstes Fahrzeug wird abgeschleppt, da ist schon mal kein Gullideckel. Es kann natürlich auch sein, dass ich mit der Feuerwehr drauf geparkt habe. Oder mit der Polizei hier oder mit dem Rettungswagen. Okay, da sehe ich aber auch schon mal keinen. Naja. Wenn es der Einsatz war, wo der Gullideckel fehlt, ist auch nicht schlimm, wie gesagt. Dann tun wir einfach die Einsatzstufe erhöhen. Dann lassen wir den Einsatz da oben rechts einfach offen. Ist kein Ding. Ist kein Ding. So, die müssten auch wegfahren können. Genau, das war er hier mit den inneren Blutungen. Da lassen wir einen Notarzt mitfahren.
Was ist hier los? Okay, ich sehe aber aktuell noch keinen Gullideckel. Kann halt wirklich sein, dass die Feuerwehr draufsteht oder so, aber kann auch wirklich sein, dass der Einsatz, dass es der ist, wo ich die Gullideckel nicht gefunden habe. Oder einfach vielleicht fehlt. So, die fahren mit Blaulicht los, dann ist er auch schon mal weg. Da ist auch keiner. Ich schicke die anderen Feuerwehrfahrzeuge schon mal weg. Dann sehen wir da auch schon mal ein bisschen besser. Dann könnte ich theoretisch schon mal anfangen, hier die Spur wieder frei zu machen, die ein oder andere. Also die hier könnte ich auf jeden Fall schon mal freigeben. Ja, weil die gleich wegfahren. Hier die könnte ich theoretisch schon mal freigeben. Hier die lassen wir nochmal zu, wobei die kann ich auch eigentlich schon freigeben. Normalerweise müsste ich das ja auch über ein Symbol sehen können, wenn da ein Fahrzeug draufstehen würde, glaube ich. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Schließe ich auch nicht aus. So, er hat hier weggeräumt. Gut, hier können wir auch schon mal wegräumen. Ups, jetzt hatte ich... Na, egal. So. Gut, da brauchen wir noch einen Notarzt. Hypertensive Krise. Da haben wir noch ein Fahrzeug rumstehen. Ich glaube, der andere Einsatz mit dem brennenden Mülltonnen, der ist jetzt ausgebrannt. Ich glaube, ich habe mich da nicht drum gekümmert und deswegen wird der wahrscheinlich abgeschlossen sein, oder? Genau. Hier stehen die zwei Fahrzeuge. Das Feuer ist einfach ausgegangen von alleine. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Hier haben wir eine hypertensive Krise. Brauchen wir Rettungswagen plus Notarzt. Schicken wir sofort raus. Ein Fahrzeug davor, eins dahinter. Dann ist die Person sicher. Da ist der Notarzt jetzt mittlerweile drin und da können wir auch losfahren. Wir haben hier innere Blutung, das heißt, der Notarzt wird auch noch hier begleiten. Und immer noch kein Gullideckel in Sicht. Es sollen auch noch Betriebsstoffe entfernt werden, aber ich sehe da auch keine Betriebsstoffe mehr. Deswegen, ich glaube, das ist der Verkehrsunfall, der ein bisschen buggy noch ist. Oder es liegt wieder irgendwo ein Auto und ich sehe es wieder nicht. Es ist irgendwo im Wald drin hängt oder im Gebäude oder ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, der Einsatz ist irgendwie ein bisschen buggy, aber ist okay. Ist okay, ist kein Ding. Wie gesagt, wir lassen den Einsatz einfach hier oben rechts offen. Und wir haben alles erfüllt an sich. Deswegen kein Ding. Wir wissen, dass der Einsatz fertig ist. Mehr müssen wir nicht wissen. Genau, dann kann ich die auch wieder wegschicken, weil ich sehe keine Betriebsstoffe mehr. Ich sehe kein Kanaldeckel, der abgedichtet werden soll. Ich sehe kein weiteres Fahrzeug mehr. Ja, kann ja auch sein, Lüdenscheid-Modifikation, dass irgendwie das Fahrzeug über den Zaun geflogen ist, durch den Wald durch und liegt hier irgendwo im Feld, aber da sehe ich auch nichts. Ich weiß auch, einmal auf der Autobahn hatten wir auch ein Fahrzeug, das habe ich nicht gesehen. Da habe ich auch gedacht, naja, irgendwas passt da doch nicht. Und dann habe ich erst im Wald irgendwo ein Fahrzeug gefunden, neben der Autobahn. Ja, Person war natürlich verstorben, ist natürlich blöd gelaufen, aber ich glaube, hier ist es ein anderer Fall. Ich wollte gerade nochmal gucken, ob unter der Polizei irgendwas war, aber nee, da ist nichts. Da ist nichts. Ich meine, es würde ja auch keinen Sinn ergeben, wenn ich irgendwo hier hinten einen Gullideckel abdichten müsste, einen Kanaldeckel. Nö. Also, das schließen wir ab. Sind wir mit fertig. Alle Personen sind weggebracht worden, haben alle überlebt. Deswegen gehen wir mit der Einsatzstufe ein bisschen höher. Dann haben wir das wieder ausgeglichen.
B4, Gebäudebrand. B4? Oh. Auch noch so unzugänglich. Okay, KDOW dahin. ELW dahin. ELW dahin. KDOW dahin. Ja, hier ist Sammelpunkt. HLF. Das ist direkt hinter dem Aldi, gell? Ja, genau. Hinter dem Aldi. Ein HLF hier hin. Dann können wir hier wieder entlang über den Weg. Mittleres Löschfahrzeug könnte man theoretisch vielleicht hier reinstellen. LF. Das ist halt wirklich wieder so unzugänglich. Können theoretisch auch hier mit der Feuerwehr den Gang hochlaufen und können dann Verteiler da hinlegen. Das auf Schlimm 7. Und wir müssen theoretisch mit der DLK hier irgendwo hinterfahren. Genau, wir müssten theoretisch mit der DLK hier hin, um die Person da rauszuholen. Das ist ungemütlich. Wir können ja auch eigentlich nicht langfahren, weil es sieht ein bisschen eng aus. Mit den Kurven. Ich versuche mal mit dem Fahrzeug mit einem hier hinterzufahren. Da kommen wir auch nicht durch da vorne. Na gut, was wollen wir machen? DLK. Ich versuche mal eine DLK hier hinzuschicken. Kann vielleicht hier reinfahren, da durch sich quetschen, damit wir das Fahrzeug da hinstellen können. Irgendwie ist die Trailer da doch schepp, oder? Egal. Weil wir müssen da unbedingt die Person rausholen. Sind noch welche eingesperrt. Weitere DLK würde ich wieder wie beim letzten Mal Brand hier wieder hier parken, dass wir über das Gebäude löschen könnten im Notfall. Noch eine DLK. Gut, die brauche ich vielleicht, falls hier das Gebäude anfangen sollte zu brennen. TLF. Ja, keine Ahnung. Weiteres TLF. Kannst du da parken? Keine Ahnung. Gerätewagen, Atemschutz. So, kommt dahin. Schlauchwagen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, weil hier unten hat man, glaube ich, wenig Wasserversorgung. Abrollbehälter, Atemschutz. Kann man hier hin. Oh, der fette Einsatzleitwagen. RTW, wir sammeln mal hier hinten die ganzen Rettungswagen. NEF, Funkstreifenwagen. Funkstreifenwagen würde ich auch nochmal hier hinschicken. Anderen Funkstreifenwagen würde ich hier oben hinschicken. Weiterer MTW können wir hier hin. Gut, dann wollen wir doch mal anfangen hier aufzubauen. Nachdem wir die Person aufgenommen haben. So, fangen wir mal an. Fangen wir an. Umgezogen sind alle. Ist nicht ganz so dolle besetzt, das Fahrzeug. Hier haben wir jetzt auch ein anderes Gebäude am Brennen. Es breitet sich weiter aus. Wo willst du hin? Du willst bestimmt dahin. Alles klar. Okay. Er hat einen Weg gefunden. Er ist jetzt noch ein bisschen merkwürdiger stehen geblieben, als ich eigentlich das haben wollte. Aber von mir aus... Es breitet sich schön weiter aus, das Feuer. Gut, ich zapfe mir dann mal Wasser ab. Ja, auch da an dem Hydranten, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass der kaputt geht. Beziehungsweise ich hoffe, dass der nicht kaputt geht. Oh, die DLK hat einen Weg reingefunden. Super. Dann zieht euch mal um. Ihr steht ein bisschen nah an den Flammen dran, aber rettet mal die Person. Die schicken mal weg. Okay, jetzt brennt auch da mittlerweile schon was. Ja gut, ich weiß ja aktuell gerade gar nicht, wo ich anfangen soll mit aufbauen. Ich schicke mal da den Verteiler hin und wir haben hier einen Hydranten. Ich hoffe, wir kommen da dran. Wenn die so eingebaut sind, ist das immer ein bisschen fragwürdig, ein bisschen schwierig. Mittleres Löschfahrzeug, die sind voll besetzt, finde ich super. Dann rettet den Aldi. Rettet den Aldi. Haben wir hier Hydranten? Ganz da hinten wäre einer, okay. Dann noch ein HLF, ein weiteres. Okay, die Person wäre gerettet. Ich nehme jetzt gerade mal die Axt wieder zur Hand. Weil wir haben noch weitere Personen in dem Gebäude drin. Wobei ich Angst habe, wenn ich die jetzt raushole aus dem brennenden Gebäude, laufen mir die in die anderen Flammen rein. Das kann gut ausgehen, muss aber nicht. Man könnte die Person auch einfach im Gebäude drin lassen, dann laufe ich wenigstens nicht ins Feuer rein. Aber naja. Gut. Rettungsdienst, Sammelstelle hatten wir hier hinten. Da lassen wir gerade mal die eine Person hinlaufen oder hinbringen.
Okay, muss ich auch unbedingt mal anfangen, was aufzubauen aus der Richtung. Sonst breitet sich das hier weiter aus und dann haben wir das Gebäude hier noch am Brennen und so weiter und so fort. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, Verteiler dahin. Hydrant wäre zu weit weg. Gut, dann machen wir hier die Taktik. Wir stellen mal so ein Feuerfahrzeug so mitten hin. Machen wir eine kleine Löschwasserkette. Kriegen wir alles hin. Okay, hier oben die... Das Wasser geht all, der Hydrant ist kaputt. Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall den Entstördienst. Machen wir es so. So schnell wie möglich, weil sonst geht mir das Wasser all. Die DLK. Alle umgezogen? Gut. Kann man hier auch anfangen zu löschen. Kann sich mal aufbauen. Ihr habt kein Wasser, ihr nehmt euch daraus Wasser. Ihr holt euch von dem Hydranten. Verteiler wird da oben aufgebaut. Perfekt. Das läuft. Hier haben wir noch eine Person rumstehen, die macht gerade nichts. Die DLK, weiß ich nicht, ob wir sie brauchen oder nicht. DLK könnte sich auch mal Wasser aus dem Fahrzeug nehmen. Oh, der Einsatzleiter hier, der Große. Ja, hat sich ein bisschen unpassend hingestellt. Jetzt hat er gerade ein bisschen Zuckung. Gucken, ob wenn der so hinfährt, ob es dann aufhört. Der fährt aber auch immer komplett merkwürdige Wege. Ich sag's ja. Den kannst du einfach nicht gerade hinstellen. Probieren wir es nochmal so. Gucken wir so nochmal. Ah, das TLF ist auch da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Personen. Gut, aber mit dem Fahrzeug kann ich da ein paar wegholen. Alles klar. Gut, legen wir mal los. Weiß nicht, wie viele Leute ich hier habe. Drei Stück, die gerade mal losrennen können. Hier hätte ich theoretisch noch ein paar drin. Das Ding blockiert mir den Weg. Ich schick's weg. Brauche nämlich jetzt hier viel Rettungsdienst, wenn ich dann natürlich einen Einsatzleitwagen da habe, der mir nur den Weg ständig blockiert, weil er sich irgendwie doof hinstellt. Dann bringt er mir nicht viel. Dann machen wir es hier lieber so. Wir haben hier Mann 5, beziehungsweise ja, fast Mann 10 wahrscheinlich, wenn man die eine verletzte Person hier noch dazu nimmt. Dann sind wir bei 8 verletzten Personen. LNA Nord, NEF, weiteres NEF. Ich parke jetzt den Bürgersteig hier mal voll. RTW. Da haben wir einiges alarmiert. Einiges auf dem Weg. Genau, ihr könnt noch euch ein paar Personen schnappen. Die müssen nämlich da dringendst weg. Aber wirklich dringendst. So, die DLK soll jetzt auch mal anfangen zu löschen. So, da hätten wir auch noch ein paar Leute frei. Aber ihr müsst mal löschen, weil sonst kommen wir da auch nicht voran. Da steht auch noch einer rum. Schnappt dir eine Person. So, wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Ich hatte doch irgendwo jemand mit der Axt hingeschickt. Da steht er. Der kann nochmal reingehen, dann kommen auch nochmal Leute raus. Ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schlau, weil die werden wahrscheinlich umkippen. Aber wir versuchen es mal. So, mir ist Wasser hier ausgegangen. Das ist natürlich doof. Reparieren mal ganz schnell. Dann können die nämlich auch wieder mitlöschen, dann kommen wir da auch weiter voran. So ist nämlich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass das Zelt gleich da ist. Okay, wir holen also noch weitere verletzte Personen da raus. Jo, jetzt sind wir bei Mann 10 wahrscheinlich. Feuer ist aus. Ich brauche Manpower. Da steht noch jemand rum. Da steht noch jemand rum.
Okay, wir haben alle rausgeholt aus dem Gebäude. Das ist schon mal eine gute Sache. Da kommt der Katastrophenschutz, beziehungsweise das Zelt angefahren. Und da brauchen wir auch schon das erste Mal den Notarzt. Kacke. So, schleif die mal direkt dahin. Habe ich noch irgendwo Leute? Da hätte ich noch ein paar. Einmal und zweimal. Gut, 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 gut. Wir bauen mal die Zelte auf, beziehungsweise erstmal eins. Erstmal eins. Dann können die Feuerwehrleute wieder die Person in die Hand nehmen. Wir schicken mal einen Notarzt da rein und drei von denen. Notarzt, da. Dann bringt die ersten Personen da mal rein. So, nochmal aufnehmen, nochmal aufnehmen. Nochmal aufnehmen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen blöd, finde ich, von Emergency, dass die Feuerwehrleute automatisch die verletzten Personen gehen lassen, wenn man die irgendwo hingeschickt hat. Es wäre angenehmer, die würden die einfach an der Hand behalten, bis man sagt, ja, leg die Person ab, weil so ist es halt oftmals, gerade hier bei der Modifikation, wenn die Leute noch ins Zelt schleppen willst, doppelte Klickerei. Und es kostet halt auch viel Zeit. So, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen zu spät gesehen, dass ich die da hingeschickt hatte. Und jetzt muss ich warten, bis die Animation fertig ist. Jetzt kann ich die wieder aufnehmen. Kann die dann ins Zelt schleifen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber das eine Zelt reicht auch nicht. Sehr wahrscheinlich, wenn die jetzt nicht schnell die Personen geheilt bekommen. Deswegen stellen wir auch nochmal ein Zelt auf. Schicken wir die restlichen drei Personen da rein. Plus nochmal einen Notarzt. Habe ich noch einen? Da hätte ich noch einen. So, dann machen wir das so. Wobei, da werden jetzt auch schon zwei Stück fertig. Hier kommt noch eine Person angeschliffen. Da wird noch eine angeschliffen. Okay. Heftiges Brändchen, sagen wir es mal so. Gut, da brauchen wir noch den Notarzt. Heftiges Brändchen, auf jeden Fall. Aber sobald die Personen im Zelt sind, sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Wobei der eine Feuerwehrmann gerade nicht weiß, was er da macht. Aber gut. Okay. Warum liegt die Person da? Und nicht im Zelt? Also bloß, die finden da jetzt gerade keinen Weg hin und deswegen... Ich wollte mich doch verarschen, oder? Okay. Ja, haben wir eine bestimmte Verbrennung, oder? Verbrennung dritten Grades, genau. Ja, wir haben ja noch ganz viele Rettungswagen, wir brauchen aber dann noch ein paar mehr. Genau, wie sieht's aus? Wir haben jetzt sechs, sieben... Moment, wir haben hier sechs Personen, wir haben hier vier Personen insgesamt. Sind wir bei 10. Der fällt gleich weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir brauchen noch vier weitere Rettungswagen. Ich nehme auch mal zwei KTWs noch mit hinzu. So, okay. Da haben wir wieder ein bisschen Fahrzeugabwechslung drin und wir haben nicht alle Rettungswagen unterwegs. So ist der Plan. Gut, der kann wegfahren und der könnte auch wegfahren, wenn er mal die Trage nehmen würde. Jetzt macht er es, okay. So, dann kann er sich eigentlich hier schon mal daneben quetschen. Dann kann er nämlich auch schon mal eine Person aufnehmen. Und hier würde ich sagen, drück mal Taste U. Dann, beziehungsweise, ich muss den richtigen Einsatzleiter erwischen, der hierfür zuständig ist. Okay, der kann das nicht. Ups, nein, wollte ich nicht. Okay, funktioniert hier nicht. Alles klar. Gut, dann muss ich die Fahrzeuge einzeln wegschicken. Dann kann ich die Fahrzeuge aber auch einzeln wegschicken. Hauptsache, es klärt sich hier ein bisschen, weil die Performance leidet gerade ein bisschen drunter unter den vielen Feuerwehrfahrzeugen und Rettungsdienst und so weiter. So.
Ah, ihr müsst jetzt euch da natürlich jetzt durchquetschen. Okay, die können aber wegfahren. Wir brauchen noch Notärzte, auf jeden Fall. Für den Transport. Ach, der Schlauchwagen war das. Okay. Ja, ihr quetscht euch jetzt alle hier durch, oder wie? Das ist natürlich super. Fahrt doch außen rum. Ihr habt's doch nicht eilig. Oh Gott. Naja, was soll man da sagen? Das nächste Mal warte ich mit dem Feuerwehrfahrzeug wegschicken, glaube ich, bis ich hier alles weggeschickt habe an Rettungsdienst. Ja, ihr steht jetzt alle hier mittendrin. Der hat geil geparkt. Der auch. Der sollte eigentlich da drüben hin, der hat es aber nicht rüber geschafft. Komm, park einfach irgendwie, das ist mir jetzt wurscht. Aber so, dass ich weiß, er kommt da durch. Okay, der andere KTW hat jetzt auch total merkwürdige Parken, alles dicht gemacht. Der auch. Ja, ein bisschen schräg geparkt, der eine Kollege. So, wir versuchen jetzt hier mal so eine kleine Rettungsgasse durch frei zu machen. Naja. Die schicken wir auch mal los, weil Notarzt brauche ich vielleicht dann gleich nochmal. Kannst du jetzt da bitte mal rausgefahren kommen? Weil wenn ich die so aussteigen lasse, kann sein, dass die dann auf der Wasserseite sind und dann funktioniert das nicht. Dann backt der da irgendwie stundenlang durch die Gegend. Verbrennung dritten Grades, brauchen wir auch einen Notarzt. Okay. Ja gut, dann bleibt da von mir aus so stehen. Ich weiß, ich kann wieder mit dem leidenden Notarzt die Begleitung aufheben, aber wir sind wieder ziemlich am Ende der Folge. Und deswegen kann ich auch wieder ein paar Notärzte mehr hierher schicken. Als eigentlich normal. So, kannst auch direkt da stehen bleiben. Brauche ich sowieso. So, die sind startklar, die sind startklar. Der Notarzt kann von mir aus hier schon mal einsteigen, oder? Brauchen wir da Verbrennung dritten Grades? Die werden alle... Oh, Verbrennung vierten Grades, brauchen wir auch einen Hubschrauber. Haben wir einen Hubschrauber parat? Christoph 10 und Christoph 3. Habe ich noch die Polizei hier, oder habe ich die weggeschickt? Hier habe ich noch ein bisschen Polizei. Der Stördienst, der kann weg. Die Polizei schicken wir gerade nochmal hier hin. Die macht nochmal hier dicht. Ja, genau, Hubschrauber. Einmal Hubschrauberbegleitung, einmal Notarzt. Kein Thema. Wir haben jetzt gleich auch das eine Zelt leer, dann haben wir da auch nochmal Notarzt. Deswegen, ich mache jetzt erstmal das eine Zelt leer, wobei eigentlich ist es komplett Wurst, weil wir haben fast beide Zelte leer, da haben wir auch nochmal zwei Notärzte. So, der ist startklar. Er kann loslegen. Die fahren ohne Blaulicht zurück. Alles klar, dann war die Person nicht ganz so schwer verletzt. Eddie, gebrochener Arm. Gebrochener Arm. Okay, arbeiten wir noch so zwischendrin ab. So, jetzt müssen wir natürlich die Landezone noch bestimmen. Ich hoffe, die können hier irgendwo runterkommen. Da ist ein Landeplatz. Gut, dann machen wir es einer nach dem anderen. So, zweimal müssen wir da noch eine Person rausnehmen und einmal noch bei dem anderen Zelt. Da können wir gerade auch nochmal von mir aus hier so hinfahren. Ich hoffe, der findet einen Weg. Der fährt auch ohne Blaulicht weg. Welcher ist zuerst da? Der. Gut, dann darf der zuerst landen. Den anderen schicken wir gerade mal nach da hinten, damit die sich nicht begegnen.
Bei der Rettungswagen fährt man da hinten hin. Er dreht sich gerade zur Landung. Er findet wieder keinen Weg. Das ist so schön. Sonst backen die sich auch immer überall durch, aber da wollen sie jetzt nicht. Naja, er ist gleich frei. Ich mache jetzt gleich die Zelte weg. Das eine kann ja schon mal weg. Dann haben wir da auch nochmal einen Notarzt zur Verfügung. Gebrochener Arm. Dauert noch, bis der Rettungswagen da ist. Okay, das Zelt kann weg. Das andere Zelt ist auch gleich weg. Komm, dann fahr du mal dahin. Genau, von mir aus auch so rum. So, einfach stehen bleiben. Mach das Zelt leer, dann mache ich das Zelt weg und dann haben wir da kein Problem mehr. Rettungshubschrauber, Rettungshubschrauber. Genau, zwei Stück. Da brauchen wir einen Notarzt. Wir haben sogar noch einen da. Dann kann der nämlich damit wegfahren. Der KTW hier, der ist eigentlich auf dem Weg zum Krankenhaus. Der hat aber sich irgendwie verfahren. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Der hängt da. Hier hätten wir auch noch einen Notarzt zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, weil wir haben jetzt auch noch zwei Hubschrauber hier. Einmal den, einmal den. So, das Zelt ist auch leer. Dann können wir das auch wegräumen, sobald die jetzt alle rausgekommen sind da. Genau, die sind alle draußen. Dann können wir das wegpacken. Dann kann er hier zum Hubschrauber fahren. Dann können wir umladen. Dann können wir ihn noch umladen. Den anderen Hubschrauber. Und dann, ja, sind wir damit durch. Ich mach mal Einsatzstopp rein, weil die Folge geht schon wieder. Jetzt 36 Minuten. Eigentlich schon wieder am Folgenende. Aber wir müssen natürlich den Einsatz noch fertig machen. Genau, so. Da ist ein Notarzt drin. Der kann losfahren. Das ist auch ein Notarzt. Der kann da mit. Gut. Dann einmal. Funktioniert's? Ja, okay. Hab gerade gedacht, ich habe daneben geklickt. Dann können die auch wegfahren, dann ist das frei. Leitender Notarzt brauche ich eigentlich nicht mehr. Weil ich habe jetzt genügend Fahrzeuge da. Den Notarzt brauche ich auch nicht mehr. So, dann schicken wir den weg. Dann lassen wir den anderen landen, sobald der weggeflogen ist. Der Rettungswagen kann weg. Dann haben wir nur noch den hier. Dann sind wir fertig. So, er dreht sich jetzt hier ein, dann landet er, dann laden wir auch um und dann sind wir da wirklich durch mit. Ich würde die Zeit jetzt mal ein bisschen schneller laufen lassen, weil es passiert eigentlich nichts mehr. Wir haben somit eigentlich alles durch. Hier haben wir alle Personen gerettet. Ist keine Person verstorben. Hat gut funktioniert. Ja, war natürlich jetzt ein bisschen stressig geworden, dadurch, dass so viele verletzte Personen waren. Ich wusste ja nicht, wie viel es genau sind am Anfang. Musste man dann noch den Katastrophenalarm quasi auslösen, beziehungsweise Manf. Und ist aber alles gut ausgegangen. Ja, das Zelt war recht schnell da, schnell aufgebaut, die Feuerwehrleute haben gut gearbeitet, schnell die Person ins Zelt geschliffen. Hat alles wirklich gut geklappt. Genau, so, dann ist der letzte Hubschrauber auch auf dem Weg. Der Rettungswagen kann jetzt auch wieder leer in die Wache zurückfahren. Die Polizei können wir auf Streife schicken, die hier auch. Und dann sind wir durch, tatsächlich, komplett. Cool. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.